Mahlzeit zusammen. Jetzt haben wir gekauft ein SL 55 AMG R230. So, und Savar. Haben wir den Kameraden schon mal auf die Bühne genommen. Wie man sieht, ist der Obsidian schwarz, innen schwarz, außen schwarz, also innen drin Anthrazit. So ein richtiges Schwarz gab es da damals noch nicht. Ist ein 2003er. Theoretisch erste Hand. Deutsch. 55 auf der Uhr, original mit Daimler-Scheckheft. Das prüfen wir jetzt leider mal. Es gab aber einen Manko an dem Auto. Zwei Mankos. Manko Nummer 1. Oh. Diese pervers heißt es nicht durch, danke. Die leider nicht als Auto gehört. Das ist, wir haben schon mal geguckt gerade, also wir haben die Stoßstange gerade abgerissen. Also abmontiert, nicht abgerissen. Der hat wahrscheinlich mal einen kleinen Parkbumser, Rempler, was auch immer gehabt. Und da hat man sich wahrscheinlich entschieden, Mensch, das alte Auto und so eine neue AMG-Stoßstange, ganz schön teuer, kaufen wir den Schrott aus eBay. Und das hat es dann auch leider gegeben an dem Auto. Deswegen wollten wir jetzt mal wissen, was ist denn hinter der Stoßstange eigentlich los? Ist es genau so eine Schummelreparatur, wie man es leider oft erlebt im Gebrauchtwagensegment? Oder haben die hier eine vernünftige, ist hier unten drunter nichts weiter kaputt gegangen und haben nur die Stoßstange getauscht? Und wir haben jetzt geguckt, es ist Gott sei Dank nur die Stoßfänger getauscht worden. Also wir vermuten, dass der Mann den Schaden hat. Das ist nur eine Vermutung, wir wissen es nicht. Also vorne, es kann auch sein, dass ihm die Stoßstange einfach gut gefallen hat, der das toll fand mit dem Tagfahrlicht hier drin und diesen LED-Nebelscheinwerfer da unten drin. Hier. Hier ist so ein Tagfahrlicht drin und hier unten so ein Nebellicht. Kann auch sein, dass er das ganz toll fand. Ja, man, so eine Geschmacksverirrung, das kann ja schon mal sein, ne? Dass man einfach geistig komplett im Nachtet ist und sich so einen Scheiß ans Auto baut. Tut mir leid für meine harten Worte, falls du siehst, der das Auto vorher hatte. Warum? Was soll der Scheiß? Egal. Ich hatte selber, wie gesagt, von den Dingern 3 Stück. Wobei der letzte dann ein 63er war als 231er, also das Modell ab 2008. Davon hatte ich 2, ich hatte genau den mit rotem Leder drin und dann noch einen in, als Facelift 217 PS in Designo Mystic Blau Perlefekt. Wir können von beiden Autos mal Bilder einblenden, einmal von den schwarzen, den ich hatte, müsste ich noch Bilder haben und von dem blauen hoffentlich auch, weil der sah echt scharf aus. Ja, ihr habt das Ding gesehen in der Auktion, habt die Daten gecheckt und wusste, ich brauche das Auto unbedingt. Also bis jetzt haben wir es nie bereut. Klar, die Stoßstange habe ich gesehen, ganz bescheuert bin ich auch wieder nicht. Ist mir natürlich auch gefallen, dass die Stoßstange noch nicht dran gehört. Gut, komm mal her Alex, wir gucken mal schnell, was man hier so sehen. Wie gesagt, der Jörg war so nett und hat es mal schnell abgebaut, die Stoßstange geht relativ fix. Sachen von 10 Minuten oder 40 Stunden. Wir lassen mal ein Stück ab. Und machen gleich als erstes mal den technischen Check. Dann kommt die Stoßstange erstmal wieder dran. Warum? Wir haben keinen Platz, hier 1000 Stoßstangen einzulagern, leider aktuell. Deswegen bauen wir erstmal wieder dran. Der Sturz erstmal geht und wir können eine Runde fahren. Dann bestellen wir neue Originalteile und bauen die da dran. Also sprich Stoßfänger, Nebelscheinwerfer, Streckgitter, Halter, Klipse, alles was dazugehört. So, dass es hier wieder alles ordentlich ans Auto dran kann. Was sehen wir hier? Und zwar haben die Kollegen, da nur ich mit der Schrott da dran passt, haben die hier so eine Art Verlängerung dran gefummelt. Ja. Ja, wie auch immer, kann man abschrauben, müsste der Halter noch gehen. Ja. Hier ist der Unterfahrschutz ganz. Ich sehe jetzt hier auch keine Restunfallspuren. Ne? Normalerweise, wenn jetzt hier irgendwie mal wirklich was Ernsthaftes gewesen wäre, würdest du es auf alle Fälle hier am Prallträger sehen. Oder die Scheinwerfer sind geklebt. Oder hier ist irgendwas verbogen, verkriegsknattelt rein. Oder der Kühler hier, der geht eigentlich als erstes heim. In Sachsen würde man sagen, Helm. Ja, wenn du irgendwo dagegen fährst, ist der als erstes Mode. Und auch die Scheinwerfer von unten, hier ist nichts geklebt und nichts zusammengefummelt. Ja, wenn du hier mal drauf filmen willst, komm mal her, Alex. Ne, alles schön. Hier ist einfach nur Dreck. Alles gut, also hier ist nichts zusammengeleimt, wild zusammengeklebt, wie man das manchmal aus den USA-Importen bzw. Japan-Importen vielleicht gerne auch mal sieht. Das war mir besonders wichtig, deswegen habe ich das Auto gekauft, weil ich keinen Bock habe auf so ein Japan-Gedöns schon wieder. Das haben wir schon oft genug gemacht. Nicht, dass die Autos schlecht sind, aber das bringt halt immer einen Haufen Arbeit mit sich und da fehlt uns auch irgendwie ein bisschen die Zeit. Wir brauchen da eine vernünftige Base, wobei ich auch überlegt hatte, ob das nie auch ein cooles Sommerauto wäre. Aber hatte ich nur schon ein paar Mal. Mal sehen, vielleicht holt es mich auch wieder ab, wenn wir da nochmal eine Runde fahren, aber ich denke, wenn er fertig ist, freut sich auch der Nächste. Was haben die hier noch gemacht? Das habe ich damals persönlich sogar bei meinem ersten SL auch gemacht. Und zwar haben die Finn, die hier und auf der anderen Seite natürlich auch, in Wagenfarbe lackiert. Normalerweise ist das silbrig.
so komisches, ja, mattes Silber. Hier oben in der Motorhaube natürlich auch. Ne? Da hast du auch nochmal die Lufteinlässe, die kann ich dir nochmal zeigen, oder Auslässe vielmehr, die dann quasi eigentlich silbern sind, zumindest die Finn. Das ist jetzt ein bisschen eine Hommage an den 300er SL, ne? Mit den Flügeltüren kann man ja einblenden. Das hat mich so ein bisschen aufgegriffen, das Designelement, weil sieht halt cool aus. Eine Funktion hat es keine. Ist nur Show. Ja, wenn wir immer hier oben sind, können wir gleich mal gucken. Hier haben wir die NTK-Pumpe. SL-Fahrer wissen das, die geht gerne kaputt, merkt man dann immer bei Volllastfahrten. Das erste Mal funktioniert sie noch, läuft sie mit, hat man Leistung, beim zweiten Mal steigt sie aus, schalten Kompressor weg, zack, vorbei, hast du keinen Spaß mehr. Bauen viele auf größere Pumpen um, ist aber nur für Tuning interessant, wollen wir nicht machen, Auto soll Serie bleiben. Wenn es meiner wäre, natürlich Pumpe raus, anderes Pulli drauf und Katz, machen wir eine Amöbe draus, ein Einzeller. So, ansonsten von vorne alles gut, ich sehe keine größeren Unfallspuren. Das einzige, was ich dann noch gesehen hatte, da gehen wir aber gleich nochmal eine Runde drum herum, war am Unterfahrschutz ist hier ein bisschen was gerissen gewesen. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Das geht aber auch schnell, wenn man aufsetzt. Bremse. Man sieht, dass das Auto länger gestanden haben muss. Der Besitzer, soweit ich es jetzt aus dem Hut weiß, war ein älterer Herr. 55.000 Kilometer Auto aus 2003 oder 2004, weiß ich gar nicht genau, also 16, 17 Jahre alt. Ist davon auszugehen, dass er mehr gestanden ist, als er gefahren. Klar. Bremse. Sieht gut aus. Kein Grat da. Man hat hier auch die Hitzelöcher auch relativ sauber gehalten. Meistens sind die dann versottet und dann erfüllen sie versottet mit Bremsstaub und erfüllen dann ihre Wirkungsgrad oder beziehungsweise ihren Nutzen nicht mehr so richtig. Belag sieht gut aus. Einmal frei. Hinten sieht auch gut aus. Also wenn man hier guckt, ne, nahezu volle Belagstärke da. Auch alle Lenker. Ne, hier sieht nichts ausgerissen oder ausgeklappert aus. Gucken wir uns dann nochmal an, hier auch Spurstandkopf und so, sieht alles schön aus. So, wir können das hier immer, wenn wir immer so Ladehöhlen rumgehen. Wir haben hier die serienmäßigen 18 Zoll Räder drauf, die AMG, die sind Serie drauf gewesen. Man sieht hier natürlich die typischen Oxidationsspuren am Deckel, warum passiert das? Ganz klar, der ist ein Winterrad hier offensichtlich gewesen, oder ist es ja immer noch. Der Deckel klappert und wackelt hier drinnen so ein bisschen hin und her, scheuert hier natürlich am Klarlack, das ist eine frontpolierte Felge mit Klarlack drauf. Das fängt an so ein bisschen zu reißen durch die Vibration des Deckels und dann kommt natürlich Nässe, Feuchtigkeit, Bremsstaub und Salz rein und dann sieht es eben irgendwann so aus. Ich kann da mal zeigen, was wir noch von Rad da haben, da überlege ich, ob wir das drauf machen, weil er einfach fett aussieht. Und zwar ist das vom CL55, die F1 Felge 19 Zoll, die hatte ich auf meinen auch drauf. Das sieht richtig cool aus. Abgasanlage ist Serie, Stoßstange hinten auch alles Serie. Alles gut, Katzen auch noch drin, hat keiner irgendwelchen wilden Mist gemacht. Passt soweit. Jetzt lassen wir das Auto mal hoch. Und vielleicht, wenn das Wetter schön ist, drehen wir heute mal eine Runde auf. Fangen wir mal hinten an. Differential. Wo AMG draufsteht, ist meistens AMG auch drin. Sieht echt gut aus, ein bisschen angegammelt, aber normal nach den Jahren. Aber komplett pupse trocken. Schauen wir mal hier rüber, was gibt es denn hier Schönes zu gucken. Da sieht alles fit aus, hier ist auch nichts ausgerissen. Alle Gummis noch da. Antriebswellen, Manschetten alle heile. Ja. Das macht man um Juden. Jo, das ist alles ganz. Bremse hinten, siehst du, was wir auch mal schnell Luki-Luki machen. Na, komm her, du Kleiner. Ja gut, die muss man auch mal frei bremsen. Die muss man sich wirklich mal angucken. Und das Rad vielleicht auch mal da nochmal abnehmen. Weil wie gesagt durch das Stand stehen, bei uns muss ich ehrlich sagen, wir hatten einfach auch keine Zeit, das Auto steht schon seit 3-4 Wochen bei uns, ist auch noch nie im Netz, weil wir erstmal wissen wollten, was mit dem Ding hier ist, ne? Was verbirgt sich hinter der Stoßstange, haben wir hier irgendeinen fatalen Schaden oder ist das alles halb so schlimm? Sekunde. Entschuldigung. So, schauen wir mal schnell, wie alt die Dinger hier sind. Ah, die sind taufrisch aus 2006. Kunde, ich weiß nicht, was hier los ist. Jedes Mal kriegen wir Sportwagen mit uralten Reifen. Ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass der nie viel gefahren ist und wahrscheinlich auch nie wie eine besenkte Sau in Anführungsstrichen. Weil der SL ist sehr schlupflastig, so will ich es mal nennen. Ja, ich glaube, die Autos haben glaube ich 680, 700 Newtonmeter irgendwas. Das war schon echt heftig viel an der Hinterachse. Deswegen Reifen halten dort, wenn man ambitioniert fährt, nicht so lange. Reifen, den fährst du noch die nächsten 20 Jahre, weil der ist 14 Jahre alt, der wird wahrscheinlich nie einen Geist aufgeben, so hart wie das Ding ist. Deswegen hat die Gummi.
hast aber auch keinen Grip. Da werden wir dann beim Probefahren bestimmt merken, es wird bestimmt witzig. Vor allem ist es heute auch nicht ganz so warm. Gut, Bremse gucken wir uns nochmal an, wenn sie freigefahren ist. Aktuell lässt sich das in Sisserich einschätzen, welchen Zustand die jetzt ist. Im Zweifel kommt sie halt neu, wenn sie platt ist. Ansonsten haben wir hier keine Ölundichtigkeiten. Ich habe mal den Unterfahrschutz vom Mitteltunnel abnehmen lassen. Warum? Weil der rechts eine feuchte Stelle am Unterfahrschutz hatte. Was macht der normale Autohändler am liebsten? Der macht die Scheiße ab, auf Deutsch gesagt. Macht schön Bremsenreiniger drauf, spielt es ab und keiner sieht was. Also der Kunde oder der TÜV-Prüfer oder wer auch immer. Wir wollen ja damit ein bisschen aufräumen. Mit dem Thema, das ist für mich nicht bloß mal übergewaschen und ausgesaugt, sondern das geht dann schon ein Stück weiter. Und zwar hat der hier eine undichte Motorenölwanne. Und zum einen ist hier der Dichtring hingegangen. Wahrscheinlich hat es hier der Letzte, der einen Ölwechsel gemacht hat, ein bisschen zu gut gemeint und hat wahrscheinlich zu viel Newtonmeter drauf gegeben oder einfach den scheiß Dichtring auf Deutsch gesagt nicht gewechselt. Und dann rächt sich das und dann fängt das nämlich an zu ölen. So. Dann ölt er hier drüben raus. Und zwar hier oben ist die Motorenöldichtwanne einfach undicht. Liegt wirklich einfach daran, dass der... Hier oben, kriegst du es drauf? Hier kommt es runter, ne? Es läuft dann hier runter und verteilt sich dann hier so schön. Deswegen sieht es ja alles so nass aus. Ja. Warum passiert das? Ist altersbedingt. Der Gummi wird hart, das Auto ist 16, 17 Jahre alt, durch diese permanenten Temperaturschwankungen geht der Weichmacher aus dem Gummi raus, die Dichtung gibt einen Geist auf und dann trägt irgendwann das Öl raus. Ist kein Problem zu reparieren, machen wir auch, also sprich Ölwanne ab, neue Dichtung rein, kleine Ölwechsel mit Filter und logischerweise einen neuen Dichtring und den richtigen Drehmoment auf die Dichtung, auf die Schraube und dann ist wieder alles schön. Dann gucken wir gleich mal weiter. Deswegen habe ich das mal abnehmen lassen, um mal zu sehen, was ist denn hier los? Kommt das von oben runter oder kommt das wirklich nur aus der Wanne? Und wie wir sehen, es kommt nur aus der Wanne, was natürlich fürs Auto spricht. Jetzt bin ich schon ein Stück zu hoch, ne? Ganz so groß bin ich doch nicht. So, Lenkgetriebe, können wir auch noch mal schauen, ob hier irgendwie die Soße drin steht schon. Was ist denn jetzt hier abgeflogen? War das irgendwas? Das hier? Das hier? Ja, genau, die ist wahrscheinlich gerade abgeflogen, ne? Die gehört zum Unterfahrschutz. Die legen wir mal mit dir. So. Guck. Gucken, ob hier einer drin wohnt. Hat sich keiner versteckt, das ist alles schön. Steht mal keine Soße drin. Spurstangenköpfchen sieht gut aus. Traggelenke auch, ne, nichts gerissen. Müsste man da nochmal abwackeln, das merkt man aber ganz schnell beim Fahren, ob da irgendwas nicht passt. Merkst du immer schön beim Bremsen, dann zieht das Ding nach links oder nach rechts. Wenn es nicht am Reifenluftdruck liegt, dann meistens an den Tragführungsgelenken. Hier ist auch nichts ausgerissen, damit du mal hier drauf filmen willst. Ne? Hier sieht man es ganz wunderbar. Das sieht alles noch echt jungfräulich aus. Wo ist es? Kriegst du es hin? Ja. Ne? Das sieht echt noch jungfräulich aus. Hat man eher selten, weil oftmals werden die Autos auch wirklich geschunden. Und da einen schönen am Markt zu finden, ist meistens schwierig. Viele scheißen sich auf Deutsch gesagt immer ein wegen dem Luftfahrwerk. Wir haben auch was Cooles, wir zeigen euch, dass das auch cool ist. Könnt ihr mal. Das Video wird ein bisschen länger. Und zwar haben wir einen E500 verkauft, der eine Vollabnahme bei der Dekra brauchte, weil er aus dem Ausland kommt. Und wenn man das Prozedere beim Anheben des Ausheben des Fahrzeuges. Ach scheiße, das ist direkt. Na toll. Das steht gerade noch hier! Da! Guck, da ist er! Mein sieht geil aus, ne? Aber so fahren kannst du leider nicht. Was ist da passiert? Der Kunde wird sich freuen, der kriegt nämlich neue Federbälge vorne. Da hat man beim Ablassen, ist der Kompressor mit den Pumpen nicht nachgekommen, weil der TÜV-Prüfer meinte, nee, das macht er von alleine, das geht und zack und ich muss jetzt los und zack runter und dann ist der Federbalg hingegangen. Vorne links, glaube ich. Gibt es jetzt zwei neue, dann ist wieder alles schön. Hält auch und was ich damit sagen will, so teuer ist das gar nicht. Weder der Kompressor noch der Federbalg. Das kostet keine Milliarde. Die Märchengeschichten oder Schauergeschichten mit 1.200 € pro Dämpfer und 5.000 Mark fürs Luftfahrwerk und solchen Quark, ja, bestimmt 2007 und 2008. Aber mittlerweile gibt es genug Anbieter für die Federbälge, die kosten irgendwie, ich weiß gar nicht, 140 € oder sowas. Der Kompressor, den kriegst du mittlerweile im Internet gekauft für 600-700. Neu, ne? Es ist überschaubar, ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Also davor braucht man eigentlich keine Angst mehr haben. Ne? Machen wir wieder zu hier. Genauestens. So, dann sind wir eigentlich fast durch, was technisch ist. Dann müssen wir noch eine Runde fahren und gucken uns nochmal die Historie des Autos an. So, ich denke, wir sind durch. Wir melden uns dann nochmal zurück, wenn wir dann drin sitzen im Auto. Der Björn bastelt die Stoßstange wieder dran. Dann zeigen wir das nochmal, wie bescheiden das aussieht mit der Stoßstange dran. Und dann drehen wir eine Runde und gucken mal, wie es dem Kollegen so geht. Ne? So machen wir's. Jetzt gehen wir auch mal Mittagessen. Bis dann!